Hi zusammen und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Einkaufsvideo von mir. Wir sind wieder bei Kaufland im Parkhaus. Heute ist schönes Wetter. Das heißt oder hieß für mich, dass ich heute in meinem Nebenjob ganz viel fegen musste. Es war ein riesengroßer Laubsack dann am Ende. Und ich bin aber trotzdem ganz gut durchgekommen. Von daher war das in Ordnung und jetzt ist erstmal auch wieder alles weg. Aber ja gut, im Moment fällt ja das Laub, das heißt nächste Woche sieht es wahrscheinlich wieder genauso aus. Aber was will man machen? Irgendwann ist das dann auch mal wieder weg. Genau, und mein Einkaufszettel heute ist lang, groß. Ich möchte heute ein paar Zutaten kaufen für was ich kochen möchte. Und zwar habe ich das schon mal gekocht, so ein weißer Bohneneintopf mit Mettwürstchen drin. Und da kommt halt alles Mögliche rein. Porree, Spitzkohl und sowas. Und das muss ich alles einmal kaufen. Genau. Und ich hoffe, die haben auch alles dafür da. Weil sonst wäre das ärgerlich, weil ich da jetzt richtig Lust drauf habe. Genau. Und ja, dann brauche ich halt noch so mein allgemeines Gedönse, was ich dann halt auch so für die Woche für die Arbeit brauche. Und genau, ich kaufe auf jeden Fall das Katzenstreu wieder. Weil meine Katzen haben das super angenommen, da gab es überhaupt gar keine Probleme. Also habe ich mir da ja erstmal irgendwie umsonst Sorgen gemacht. Genau, das heißt, das kaufe ich auf jeden Fall mit. Und das nehme ich auch vom Lebensmittelbudget. Also da gab es beim letzten Mal so ein paar Nachfragen, warum ich das nicht vom Drogeriebudget nehme und warum ich das vom Lebensmittelbudget nehme. Das hat einfach den Grund, mein Drogeriebudget nehme ich ja wirklich nur von dieser Partnerkarte, die ich, wo ich ja jeden Monat 44 Euro von meinem Arbeitgeber drauf bekomme. Und da habe ich keinen eigenen Topf irgendwie oder ich kann auch auf diese Partnerkarte jetzt nicht irgendwie Geld einzahlen oder so, das funktioniert nicht. Und ich möchte jetzt nicht noch einen zusätzlichen Topf für Katzenstreu irgendwie da einrichten. Ich weiß, die haben auch günstiges Katzenstreu bei DM, aber dann befürchte ich, komme ich so mit meinem Plan nicht durch, bei DM dann immer von dem Geld, was dann, sag ich mal, für das, was ich im Monat so brauche, was ich dann noch zusätzlich da hole für Vorräte, um Vorräte aufzubauen, werde ich wohl da immer sehr ganz oder irgendwie knapp sein. Aber das Streu kostet auch knapp 4 Euro. Und da ich mit dem Lebensmittelbudget, ich muss mal eben so mit der Kamera, da ich mit dem Lebensmittelbudget immer sehr, sehr gut auskomme, da ja auch zwischenzeitlich mal überlegt hatte, das ein bisschen runterzusetzen, kaufe ich das Katzenstreu einfach davon. Das macht mir nichts aus, selbst wenn es jetzt kein Lebensmittel ist, aber ich kaufe es halt hier im Kaufland und das ist für mich und mein Budget so okay. Am Ende, das sage ich glaube ich auch sehr oft, ist es einfach auch nur Zahlenschieberei, ne? Also es kommt ja alles irgendwo von einem Topf und zwar von meinem Gehalt und von meinem Nebenjob und das ist dann für mich okay, wenn ich da mal hin und wieder oder jetzt auch regelmäßig so einen Posten im Lebensmittelbudget drin habe, der da jetzt nicht so wirklich reingehört, weil es halt kein Lebensmittel ist. Genau. Ja, das nur mal so zur Erklärung. Also das ist okay. Genau, das nehme ich dann heute dann entsprechend auch wieder mit. Da ich noch ein bisschen was von dem Katzenstreu da habe, was ich ja noch bei Zooplus gekauft habe, das teure, müsste ich jetzt eigentlich keinen Katzenstreu mitnehmen. Ich mache es aber trotzdem, weil so versuche ich dann auch wieder so ein bisschen Vorrat aufzubauen. Ne? Ich habe, glaube ich, noch so anderthalb Säcke von dem teuren zu Hause. Das werde ich jetzt dann einfach noch verbrauchen. Und bis dahin sollte ich schon ein klein wenig Vorrat halt angesammelt haben. Genau. Ja, und die haben das Bitburger 0,0 im Angebot. Jetzt bei Kaufland und da wollte ich dann auch direkt zwei Sixpacks einmal mitnehmen, das Angebot dann einmal ausnutzen. Nächste Woche ist ja glaube ich, also jetzt die Woche, die jetzt kommt, ist ja auch schon ein langes Wochenende, da ist ja der Freitag frei und genau, da habe ich dann ein bisschen was zum Genießen da. Da ich ja jetzt nicht mehr übermäßig Tee trinken muss, weil ich nicht mehr erkältet bin zum Glück. Ich trinke aber trotzdem natürlich immer gerne Tee, nur so ein 0,0er. Das gönne ich mir mal, das ist so ein reines Genussmittel halt auch für mich. Von daher wandert das heute auch in den Einkaufswagen. Deswegen, und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich halt vorhabe, jetzt so einen großen Eintopf zu kochen und halt dieses das Bitburger mit dabei ist, also 0,0 ohne Alkohol, ich trinke ja keinen Alkohol.
Und das Katzenstreu vermute ich mal, dass der Einkauf jetzt ein bisschen teurer wird. Aber ich habe ja noch genug Budget übrig. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal ausgerechnet, dass ich, glaube ich, irgendwie 46 oder 49 Euro jetzt diese und nächste Woche noch ausgeben könnte, um halt mein Budget nicht zu überschreiten. So teuer wird es wahrscheinlich nicht. Ich guck mal. Ne? Mal schauen. Genau. Und ja, ansonsten, glaube ich, habe ich alles erwähnt, was ich wollte. Also ich wollte euch ja zumindest auch mit dem Katzenstreu so auf dem Laufenden halten. Das hat wirklich super geklappt. Auch mir gefällt das Streu. Mir muss es ja auch gefallen. Ne? Also es riecht jetzt nicht. Zumal ich ja diese selbstreinigende Toilette habe, ist das eh weniger ein Problem. Die macht ja immer, also sobald eine Katze drauf war und die Katze runtergeht, macht die ja sofort alles sauber, die Toilette. Genau. Ja, falls neue Zuschauer dabei sind, ich habe immer unterm Video so einen Link, wo ich so alle Sachen reinpacke, die ich mal bei Amazon gekauft habe. Da ist diese selbstreinigende Toilette auch unter der Rubrik Katzen mit dabei. Könnt ihr euch die mal angucken. Also ich bin begeistert von dem Ding, aber das kostet natürlich auch einiges in der Anschaffung. Na, von daher, ja, das habe ich noch so in der Zeit gekauft, wo ich einfach Geld ausgegeben habe. Ne, also die hier öfter zugucken oder mich kennen, die kennen ja meine Geschichte. Und ja, aber trotzdem möchte ich das nicht mehr missen. Also ich würde es jetzt nicht verkaufen oder so, weil da habe ich mich jetzt zu sehr dran gewöhnt, dass ich einfach von der Arbeit nach Hause komme und es mir erspart bleibt, direkt mich um zwei Katzenklos zu kümmern. Weil das halt dieses Klo halt dann komplett alleine macht, ne? Genau, so viel dazu. Einmal zur Geschichte mit dem Katzenstreu. Und wie gesagt, die beiden haben es super akzeptiert. Es riecht auch gut. Wenn man das aufmacht, riecht das nach gar nichts. Und da steht, habe ich mich dann gewundert, weil es sollte eigentlich einen Duft haben. Und dieser Duft kommt erst, sobald das halt benutzt wird, das Streu. Also irgendwie nass wird oder so durchs Pipi. Und das riecht man dann auch. Und das riecht gut. Also, ne, von daher bin ich zufrieden. Und die Katzen auch. Und ja, deswegen kann das jetzt weitergekauft werden. Ich hoffe dann natürlich dann auch irgendwann mal auf ein Angebot. Das hatte ich hier durchaus schon mal gesehen, dass sie das mal im Angebot hatten. Weil da würde ich dann auch mein Vorratsbudget dann auch dafür verwenden, natürlich. Genau. Ja. Und das war's eigentlich. Ich habe sonst, glaube ich, diesmal nicht mehr zu erzählen. Ich glaube, ich habe auch schon genug erzählt. Ich sehe hier die Uhrzeit oder die Zeit, die läuft. Das sind schon ein paar Minuten. Mal gucken, wie es läuft, ob ich mein Gericht zusammengeklaubt kriege mit den ganzen Zutaten, die ich da brauche. Ich hoffe schon, ist ja ein Riesenladen. Weil da habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf, das zu essen. So, das passt jetzt auch mit der Jahreszeit, obwohl heute irgendwie 20 Grad werden sollen und Sonne. Also auch irgendwie ganz komisch. Aber das soll mir egal sein. Wenn ich gleich zu Hause bin, dann koche ich, dann esse ich und dann werde ich mich gemütlich auf die Couch verfrachten. Das habe ich mir dann, glaube ich, heute wieder verdient. Und das nehme ich mir dann auch, genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein und ich sage bis gleich, liebe Leute. Thank you.
Da sind wir wieder. Ich habe es geschafft, ich bin zu Hause angekommen. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass ich heute den Tag wieder erfolgreich hinter mich gebracht habe. Ja, ich freue mich auch über meinen Einkauf, weil ich habe wirklich alles gekauft, was auf dem Zettel stand und das ein oder andere mehr. Das erkläre ich euch aber gleich. Und es war dann auch wie befürchtet oder wie erwartet dann teurer, was aber für mein Monatsbudget vollkommen in Ordnung ist. Genau. Eine Sache kann ich euch jetzt nicht zeigen, das Katzenstreu. Das habe ich gekauft, aber ich habe das schon direkt in die Abstellkammer gepackt. Wir haben die Abstellkammer bei uns im Hausflur. Weil es ist hier so ein Altbau und ganz, ganz früher waren das ja mal Toiletten. Irgendwann mal vor meiner Zeit wahrscheinlich. Genau, und da haben wir unsere Abstellkammern und da habe ich es dann direkt auf dem Weg hier nach oben dann einmal rein verfrachtet. Genau, deswegen zeige ich euch das nicht. Aber ihr kennt das ja noch vom letzten Mal. Auf dem Kassenbon ist es natürlich mit drauf, das seht ihr dann gleich. Genau, und ja, ich habe dann noch 3 Sachen geholt, die waren nicht auf dem Einkaufszettel. Die habe ich dann aber mitgenommen, weil sie im Angebot waren, habe ich mich dann ein bisschen verführen lassen, was aber auch vollkommen okay ist, weil ich auch wusste, dass ich echt noch gut Budget übrig habe. Aber ich würde sagen, bevor ich euch da jetzt noch weiter was zu erzählen, zeige ich euch einfach mal, was ich gekauft habe und vor allem, was ich dafür bezahlt habe. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zu meinem wöchentlichen Kaufland-Einkauf, der diesmal entgegen der letzten Zeit doch etwas größer geworden ist, weil ich vorhabe zu kochen für, ich glaube 2 bis 3 Tage komme ich damit schon aus. Ich würde sagen 3 Tage, weil es wird nämlich ein großer Eintopf werden. Es sei denn, es ist noch jemand mit, das weiß ich ja immer nicht so genau. Ja, wir legen auch mal los mit den Sachen, die ich jetzt für das Gericht brauche, was ich heute dann koche. Und zwar brauche ich da einmal Champignons, dann einen Spitzkohl. Na komm, na dann bleib halt so liegen. Dann einmal eine Stange Porree. Dann, wo ist es denn? Da habe ich Mettenten geholt. Die kommen da auch mit rein. Die habe ich erstmal lange gesucht, weil ich dachte, die liegen auch in der Kühlung, aber die liegen gar nicht in der Kühlung. Und dann musste ich ja dann irgendwie nachfragen und dann hat man mir gesagt, wo die liegen. Genau, Mettenten. Dann eine Dose gehackte Tomaten. Ja, ich musste mal wieder eine kaufen. Mein Vorrat ist leer. Ich habe keine gehackten Tomaten mehr. Das heißt, da muss ich mal schauen, dass ich den irgendwie ein bisschen aufstocke. Grundsätzlich sind die ja bei DM immer sehr günstig. Ich habe jetzt für die Dose 69 Cent bezahlt. Ich glaube, bei DM kosten die dauerhaft 65 Cent, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder 69 Cent. Aber da sind die dann halt auch im Bio. Ich gucke mal, ob ich bei meinem jetzigen DM-Einkauf einfach mal 2 Stück oder vielleicht 4 Stück mitnehme und dann so auch versuche, so peu à peu dann Vorrat mit aufzubauen. Genau, das ist so mein Plan. Dann brauche ich für das Gericht noch weiße Bohnen hier mit Suppengrün. Das kommt da auch mit rein. So, machen wir das mal so. Und das war's, glaube ich, ne? Genau, mehr kommt da nicht rein. Was ich aber dann zusätzlich noch geholt habe, ist einmal ein Paket Butter. Die habe ich jetzt aber nur geholt, weil die im Angebot war und genauso teuer oder günstig war wie jetzt die Eigenmarke von Kaufland. Weil immer wenn ich so einen Eintopf esse, dann gibt es immer Brot dazu mit Margarine oder mit Butter. Und deswegen habe ich die jetzt dabei geholt, weil sonst benutze ich das ja gar nicht. Also seht ihr ja, glaube ich, habt ihr bisher noch nie gesehen, dass ich irgendwie mal Margarine oder Butter geholt habe. Vielleicht wenn dann nur, wenn ich irgendwie auch so einen Eintopf gemacht habe oder so, ne? Jetzt habe ich auch gesehen, die ist wirklich lange haltbar, bis Januar 25. Wenn ich die nicht wegkriegen sollte, weil ich sonst wirklich keine Butter benutze, kann ich die immer noch zu meinen Eltern runtergeben oder so. Das ist also okay. Und genau, passend dazu habe ich dann auch nochmal ein Paket Brot geholt. So, und das ist jetzt so, sag ich mal, das, was ich jetzt für den Eintopf brauche, was jetzt, ja, ich sag mal, on top zu dem gekommen ist, was ich sonst holen müsste, weil auch Brot hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil da habe ich noch, oder hätte ich jetzt noch genug für die nächste Arbeitswoche, wobei ich sagen muss, habe ich ganz vergessen zu erzählen, ich habe am 1.11. haben wir ja Feiertag und Donnerstag
müssen wir hier in NRW zumindest arbeiten. Irgendwo ist das, glaube ich, auch ein Feiertag. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Und ich habe mir aber den 30. und 31. Urlaub genommen. Ich habe noch 2 Tage Urlaub und ich habe gedacht, komm, jetzt machst du einfach mal so ein richtig schönes, langes Wochenende, wo ich dann wirklich auch am 30. und 31. einfach überhaupt nichts mache. Gar nichts, gar nichts. Und genau, deswegen brauche ich da jetzt auch für die Arbeit nicht so viel. Deswegen gab es diesmal auch keine Tomaten, weil da habe ich noch welche. Allerdings musste ich noch mal ein Paket, na, komm, Äpfel holen, weil da habe ich jetzt gar keinen einzigen mehr und da würde ich doch schon gerne einen Apfel mit zur Arbeit nehmen. Deswegen habe ich die jetzt noch mal geholt. Dann Aufschnitt musste ich auch wiederholen, weil da hätte ich dann jetzt für nächste Woche auch jetzt nichts mehr. Da habe ich jetzt wieder den geholt mit Kräuter der Provence, weil das auch echt lecker ist und die diesen Sweet Chili leider wieder nicht hatten, weil, wie ihr gesehen habt, war das wieder im Angebot und dann ist der immer weg. Also da stehen wohl echt viele drauf, weil es ist ja auch unheimlich lecker, ne? Genau. So, und dann habe ich einmal hier ja, diesen Streukäse geholt, der ist ja öfter mal so mit dabei bei mir. Dann einmal ein Paket Toast. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gekauft habe, was nicht auf dem Einkaufszettel war, weil sie das im Angebot hatten. Einmal KitKat Chunky, die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Ich weiß aber, dass die mir total lecker geschmeckt haben. Das habe ich mitgenommen, weil es im Angebot war. Und dann habe ich noch normale KitKat mitgenommen, auch weil es im Angebot war. Und das ist immer, sag ich mal, was Gutes, was man auch mal so der Nichte und dem Neffen geben kann oder so, ne, wenn die mal dann da sind. So, und zu guter Letzt habe ich dann noch zweimal Sixpack Bitburger 00 geholt, weil, wie gesagt, das war im Angebot. Ups. So, ne, da habe ich jetzt 2 Pakete geholt. Das andere stelle ich jetzt hier nicht hin. Genau, und halt das Katzenstreu, ne, das habe ich jetzt schon in der Abstellkammer. Und bezahlt habe ich für diesen gesamten Einkauf inklusive nochmal einen hier von mehr 40,55 €. Muss ich sagen, finde ich trotzdem, trotz dessen, was hier alles liegt, relativ günstig. Ich hatte erst mit mehr gerechnet, weil ich überschlag das ja immer so grob. Und genau, ich hatte hier einmal nochmal einen Rabatt auf die Butter bekommen. Die war so im Angebot und dann gab es nochmal einen Kauflandrabatt. Und das habe ich bekommen. Und ansonsten war jetzt Kaufland-Card-mäßig nichts dabei. Dann gab es nochmal 2 Quarktaschen, eine für meine Mutter, die ich gerade unten wieder abgeliefert habe, und eine für mich. Und genau, ansonsten hatte ich ja gerade schon gesagt, die Hähnchenbrust war wieder im Angebot, der Aufschnitt, das Bitburger war im Angebot und alles andere. Hier das KitKat war im Angebot und auch das KitKat Chunky. Und das war es eigentlich, ne? Sonst hatte ich, glaube ich, keine Angebote dabei. Außer ihr seht das ja. Ihr habt das ja vorher gesehen, ne? Diese Angebotsdinger, die Schilder sind ja dann immer rot. Genau, ja, und das ist der Einkauf. Und ja, da habe ich jetzt einen leckeren Eintopf, ich würde mal sagen, für die nächsten 3 Tage. Ja, der wird wieder groß. Na, da kommt alles halt rein, ne? Alles, was jetzt hier dafür war, kommt halt da rein. Ja, und bin dann auch versorgt für die 2 Tage, die ich dann nächste Woche arbeiten muss. Und dann habe ich ein ganz langes Wochenende, muss natürlich nächsten Samstag dann trotzdem putzen, also zu meinem Nebenjob. Aber das ist halb so wild, das kriege ich dann auch rum. Erstmal habe ich ja die 2 Tage frei, die da vor mir sind. Und da, ach Leute, freue ich mich so, so sehr drauf. Ja, okay, dann sind wir durch mit dem Einkauf. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Da freue ich mich dann drüber. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund. Bis dahin, tschüss, ihr Lieben. Ciao.